Die rote Farbe ist toll. Genau wie dieses Blau. Ich liebe Malern, das macht so viel Spaß. Hey, du hast auf meine Seite gemalt. Nimm deine Farbe von meinem Blau weg. Auf keinen Fall. Damit kommst du nicht durch. Und was sagst du dazu? Dann kann ich nur sagen, nimm das. Oh, du bist echt schlimm. Ich kann nicht glauben, dass du mir das angetan hast. Na, du hast doch angefangen. Okay, fangen wir gemeinsam an. Schau dir die schönen Erdbeeren an. Sie sind absolut perfekt. Und ich habe blaue Schokolade zum Dippen. Dann probieren wir sie mal. Ich liebe diese Challenge jetzt schon. Los geht's. Mh, das ist lecker und saftig. Wow, was ist mit mir passiert? Ich habe mich in eine Märchenprinzessin verwandelt. Wow, schau dir deine Flügel an. Sie sind spektakulär. Jetzt muss ich auch meins probieren. Aufregend. Warte mal. Ich benutze diesen Strohhalm, um den Kern und den Stiel rauszunehmen. Und jetzt nehme ich diese Spritze und ziehe die rote Schokolade ein. Okay, und jetzt fülle ich die Erdbeere damit. Das war's. Und jetzt kann ich sie essen. Ja, so köstlich, wie du gesagt hast. Hä? Was zur Hölle? Was ist mit mir passiert? Ah, du bist eine Art Puppet-Yeti. Puppet? Hey, drück sie. Hey, das ist so lustig. Das kitzelt ein bisschen. Oh, du hast auch welche an deinem Haarreif. Welches Video schaut sie sich an? Oh mein Gott, das ist so lustig. Er ist witzig. Okay, während sie zusieht, öffne ich meins. Oh, Erdbeere-Bananen-Limo. Ich probiere sie mal. Hey, schau mal, was ich habe. Naja, dein Untergang. Ich werde sie probieren. Hallo, meine Hübsche. Diese Blumen sind für dich. Hä? Was zum Geier? Wo kommt der denn her? Herzlichen Dank. Das geht nicht. Ich will auch einen Prinzen. Okay, ich habe auch eine Liebeslimo. Ich frische noch meinen Lippenstift auf, bevor mein Prinz eintrifft. Ich muss gut aussehen. So, perfekt. Meine Haare sitzen gut. Okay, Zeit, die Limo zu öffnen. Jetzt geht's los. Zeit für mich, meinen Seelenverwandten zu treffen. Hallo, Prinz. Hä? Was ist das? Ein Kuchen? Ich will keinen Kuchen, ich will einen Prinzen. Wow. Der Kuchen sieht köstlich aus. Hm, ich frage mich, wie der schmeckt. Oh, Prinz, willst du meinen Kuchen probieren? Du musst mir folgen, wenn du ihn willst. Würdest du mich einen Moment entschuldigen? Nur eine Sekunde, ich bin gleich wieder da. Oh, hello, my lady. Was dagegen, wenn ich mal probiere? Hm, dieser Kuchen ist spektakulär. Was zum Teufel? Sie hat mir meinen Prinzen mit ihrer Torte gestohlen. Das ist unfair. Du kannst nicht einfach die Challenge von jemand anderem klauen. Hallo, meine Hübsche. Oh, ich verstehe. Hey, kannst du mir einen Gefallen tun? Hey, ich habe gehört, bei dir gibt's Kuchen. Hä? Warte, noch ein Prinz? Was soll das? Wow, dieser Kuchen ist gut. Und noch ein neuer Prinz. Hä? Okay. Hallo, meine Hübsche. Kuchen, sagst du? Okay, wenn es das ist, was du willst. Das wird dir definitiv eine Lehre sein. Sie haben meinen ganzen Kuchen aufgegessen. Ich konnte nicht mal probieren. Sie hat bekommen, was sie verdient hat. Und ich habe wenigstens diesen hübschen Strauß. Okay, wer seine Nase berühren kann, fängt an. Los geht's. Ja, ich habe gewonnen. Oh, ich weiß auch nicht, warum ich meine eigene Nase nicht treffe. Was? Schau dir diese tolle Pizza an. Die wird köstlich und das ist es auch. Voll lecker. Was zum Teufel, wo ist sie hin? Sarah, wo bist du hin? Lass mich nicht alleine. Wow, ich wurde nach Italien teleportiert.
Oh, meine leckere Pizza ist auch da. Ah, hier schmeckt sie noch frischer. Oh, und Limo auch. Emma, was machst du in meinem Glas? Warte, ich bilde mir das bestimmt nur ein. Puh, das wäre ziemlich seltsam geworden. Nun wird's Zeit, die Pizza zu essen. Pizza und Limo ist die beste Kombination. Sarah, wie kannst du mich nur im Stich lassen? Sarah, wo bist du? Oh mein Gott, du bist zurück. Dem Himmel sei Dank. Ja, schon okay. Schau nach, was du hast. Oh wow, schau dir all diese herrlichen Süßigkeiten an. Und sie sind auf einem Kuchen. Ich bin gespannt, wie das schmeckt. Köstlich. Oh, und schon ist sie weg. Jetzt kann ich endlich in Ruhe meine Pizza essen. Bring mich zurück nach Italien, Pizza. Wow, wo bin ich? Auf dem Gipfel eines Berges? Es ist so kalt. Hallo? Ist da draußen jemand? Ja, es hat geklappt. Ich sitze wieder an meinem Tisch. Was ist das für ein Geräusch? Nur meine Fantasie? Diesmal mache ich meins zuerst auf. Ha, was ist das? Eine Art Granate? Vielleicht ist da was drin. Oh, ich hab's. Ich glaube, da ist was Süßes. Ich ziehe den Stift raus. Nein! Sarah, nicht! Yay! Das hat geklappt. Okay, jetzt kann ich es probieren. Oh, ich hab's kapiert. Das explodiert nicht. Ich schau mal nach, was ich hab. Juhu, ich hab auch eine. Dann probiere ich mal meine aus. Das ist lecker süß. Emma, ich hab eine Idee. Schau dir das an. Eine Schleuder? Verstehe ich nicht. Schau dir das an, jetzt geht's los. Wow, das fliegt so weit. Wunderschön, wie ein Sonnenuntergang im Sommer. Willst du es auch mal probieren? Klar, das mache ich auch. Warte, nicht da drüben. Da auch nicht. Ja, genau, das ist die Stelle. Es geht los. Wow, das sieht fast wie ein Winterwunderland aus. Was für eine lustige Challenge. Oh, schau mal. Die Granaten sind zurück. Wow. Sollen wir es wieder tun? Ich denke, wir sollten es wieder tun. Ich hole sogar meine zweite Schleuder raus. Schließen wir zusammen. 1, 2, 3, los! Lass uns die ganze Welt rot und blau anmalen. Hättest du lieber einen Prinzen oder einen Kuchen? Sag es uns in den Kommentaren. Und vergiss nicht, dieses Video mit deinen Freunden zu teilen und abonniere unseren Kanal für weitere tolle Videos wie dieses.